Ja, ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Webinar Trading mit US-Aktien beziehungsweise US-Aktien-CFDs. Ja, mein Name ist Andreas Weiß und ja, ich denke, das Thema ist ja ganz interessant, weil es natürlich auch je nachdem, wo Sie handeln, bei CapTrader beziehungsweise auch bei FXWett schon einige Unterschiede gibt. Deswegen möchte ich Sie einfach auch zu Beginn fragen, vielleicht können Sie da auch einfach mal den Chat nutzen und vielleicht mal eine kleine, also eine 1 eintippen, wenn Sie FXWett-Kunde sind, beziehungsweise eine 2, wenn Sie CapTrader-Kunde sind. Dann weiß ich so grob, ja, wo der Großteil der Teilnehmer herkommt, beziehungsweise dann kann ich da ein bisschen intensiver drauf eingehen. Sie können auch eine 3 von mir aus eintippen, wenn Sie weder FXWett noch CapTrader-Kunde sind, aber mal bitte eine 1 für FXWett und eine 2 für CapTrader, dann kann ich mir so ein grobes Bild machen, um das Ganze mal so ein bisschen zu analysieren oder auszuwerten. Okay, ja, es haben einige schon da geantwortet. Okay, der Großteil ist vielleicht doch eher CapTrader-Kunde, sehe ich jetzt hier, aber es sind auch einige FXWett-Kunden dabei. Okay, gut. Wunderbar. Ja, vielen Dank dafür erstmal. Ja, fange ich einfach mal ganz kurz bei CapTrader an. Sie sehen ja auch die Homepage. Also der Handel mit US-Aktien ist natürlich klar, ist bei CapTrader möglich. Sie haben da die Möglichkeit, im Prinzip eine riesen Anzahl an US-Aktien zu handeln. Ich will nicht sagen, alle Aktien, die handelbar sind, aber ich würde sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch fast alle Aktien. Das heißt, Sie können sogar Pink Sheets bei uns handeln. Ja, da gehe ich heute zwar nicht drauf ein, aber die Aktien, die an den großen, also an den Börsen gelistet sind, die sind natürlich auch bei uns bei CapTrader handelbar. Sie finden die Konditionen hier dafür bei uns auf der Homepage. Ich rufe das hier mal kurz auf. Die Konditionen für den Handel mit Aktien, ETFs, ETCs und ETNs sind hier aufgeführt. Ja, und beim US-Aktienhandel gibt es halt ganz besondere Konditionen und die sind halt sehr, sehr günstig. Das heißt, sie zahlen im Prinzip nur einen Cent pro Aktie. Ja, und ein Minimum von 2 US-Dollar. Das heißt, wenn Sie 300 Aktien kaufen, beispielsweise 300 Aktien von Apple, dann zahlen Sie 3 US-Dollar für den Trade. Ja? Wenn Sie jetzt 200 Aktien kaufen, 2 Dollar und so weiter, ja, Minimum ist immer 2 Dollar. Das heißt, wenn Sie jetzt nur eine Aktie kaufen oder nur 3 Aktien von einem Unternehmen oder vielleicht nur 50, im Prinzip alles, was unter 200 Stück sind, ja, dann zahlen Sie immer die 2 Dollar. Gut, also das erstmal zu den Konditionen, was US-Aktien angeht. Wichtig ist halt noch für den US-Aktienhandel, das heißt, wenn Sie dort Daytrading durchführen möchten, dann benötigen Sie ein Konto bei CapTrader in Höhe von 25.000 Dollar. Ansonsten greift die sogenannte Pattern Daytrading Rule, ja, die PDT, ist hier unten erklärt, hier unten auf der Homepage. Ich klicke das mal ganz kurz an, Pattern Daytrader, dann können Sie sich das auch mal anschauen hier, wenn Sie das näher nachlesen möchten. Das heißt, da ist ein Minimumguthaben von 25.000 US-Dollar notwendig, um Daytrading mit US-Aktien durchführen zu können. Aber Sie können das natürlich auch umgehen, falls Sie kleinere Konten haben, wenn Sie auf Aktien-CFDs zurückgreifen. Und das ist ja auch das Teil, das Thema des heutigen Webinars. Das heißt, Sie können noch ganz kurz zu den Konditionen Aktien-CFDs sind im Prinzip die gleichen Konditionen wie bei US-Aktien. Ja, Sie sehen das hier, USA, 1 Cent je CFD. Ja, und da können Sie natürlich Long und Short gehen, da können Sie Daytraden, so wie Sie sich das vorstellen, praktisch vergleichbar wie mit den Aktien. Es gibt natürlich einen Unterschied ein bisschen bei den CFDs, da sind die Handelszeiten begrenzt, das heißt, da bei den CFDs gibt es keinen vor- und keinen nachbörslichen Handel. Bei Aktien können Sie da auch schon vorbörslich und nachbörslich natürlich aktiv werden, indem Sie direkt an der Börse da handeln. Okay. Vielleicht, wenn wir jetzt gerade schon bei den Konditionen sind, möchte ich Ihnen auch noch ganz kurz die Konditionen zeigen für FXFlat.
Sekunde. Ja, da haben wir, bieten wir ja auch den Handel mit Aktien, CFDs an. Und jetzt ganz neu ist ja auch das Konto in Deutschland, ja, was über MetaTrader 4 gehandelt wird. Das haben wir hier, ist ein Konto bei der FXZ-Wertpapier der Handelsbank hier bei uns im Hause. Und da sind die Konditionen auch sehr, sehr interessant. Ja, ich möchte da auch nochmal drauf eingehen. Und zwar finden Sie dort die Kondition genauso hier unter dem Punkt Konto und dann Kondition. Nur damit Sie den Unterschied auch mal kennen. Bei Aktien-CFDs ist es so, bei amerikanischen Aktien zahlen Sie 4 Cent pro Aktie. Ja, das heißt, da ist es allerdings im Unterschied zu CapTrade, ist es hier der Round Turn. Ja, das heißt, wenn Sie jetzt hier 100 Aktien-CFDs kaufen, hier über den MetaTrader bei FXZ, dann zahlen Sie 4 Dollar. Ja, aber nur einmalig. Das heißt, wenn Sie die beim Kauf schon zahlen, dann werden die beim Verkauf nicht mehr in Rechnung gestellt. Das heißt, sind die Gebühren für den Round Turn. Ja, Sie sehen das hier, der Verkauf ist kostenfrei. Und es gibt auch keine Mindestgebühr. Ja, das heißt, hier könnten Sie rein theoretisch sagen, ich kaufe jetzt 3 Apple-Aktien, CFDs, und dann zahlen Sie halt 12 Cent. Ja, ich werde Ihnen das gleich auch noch zeigen. Gehe ich auch noch mal kurz auf die MetaTrader-Plattform ein und ja, dann sehen Sie das Ganze mal, können Sie das kennenlernen, können das natürlich auch mit dem Demo dann nachvollziehen. Gut, gehe ich aber nochmal zurück zu CapTrader. Wie gesagt, dort der Unterschied, Sie können natürlich dort auch direkt an der Börse handeln, das geht bei FXZ nicht. Bei CapTrader ist das möglich, da können Sie ja eine riesen Produktpalette traden, im Prinzip alles, was handelbar ist, ja, also Aktien, Optionen, Futures, Forex, Anleihen und so weiter und natürlich Aktien bzw. Aktien-CFDs. In der Handelsplattform, die öffne ich jetzt mal, kann das Ganze so aussehen, zum Beispiel, dass Sie sich jetzt hier eine Watchlist anlegen, wie zum Beispiel den Dow Jones. Ja, wie legt man sich so eine Watchlist an? Ja, also hier oben sind verschiedene Reiter in der Trader Workstation, die Sie jetzt hier so durchklicken können. Wenn Sie einen neuen Reiter anlegen möchten, ich schließe jetzt mal kurz den hier mit dem Dow Jones, den Reiter, ja, beispielsweise Sie haben den noch nicht, dann klicken Sie hier auf das Pluszeichen, geben beispielsweise Dow ein, ja, klicken auf OK und dann öffnet sich hier ein neuer Reiter, der noch komplett leer ist. Und jetzt können Sie natürlich hier hingehen und können hier manuell die Werte eintippen oder Sie benutzen einen Trick und den möchte ich Ihnen gerne ganz kurz zeigen. Unter Trading Tools hier oben gibt es hier unten in dem unteren Bereich den Eintrag Index Trader. Da öffnet sich dann ein neues Fenster. Ja, und in diesem neuen Fenster wählen Sie jetzt den Index aus, den Sie haben möchten, in dem Fall jetzt den Dow Jones. Ist alphabetisch sortiert, allerdings gibt es beim Dow Jones auch einige Subindizes, das heißt, da muss man dann noch ein bisschen suchen. Moment. Dort ist er. Ja. Warten Sie mal, ob das der richtige ist, muss ich gerade noch mal kurz gucken. Ja. Damit ist der richtige gemeint hier. Dow Jones Industrial Average. Ich hatte mich jetzt gewundert, weil ja ein Hundertstel noch davor steht. Aber ist egal. Wir gehen jetzt hier auf Orders erstellen, klicken OK. Ja, und dann kommen hier alle Werte, die im Dow Jones drin sind, hier in diese Liste mit einer Kauforder für alle Werte. Aber das ist jetzt erstmal unwichtig. Ich drücke jetzt Steuerung und A auf meiner Tastatur, dass hier alles markiert ist. Und anschließend Steuerung und C für Copy. Ja, dann schließe ich das Fenster hier wieder. Ja, ich bin sicher, dass ich das Fenster schließen möchte, auch wenn Orders drin sind, weil die Orders brauche ich ja nicht. Fenster ist geschlossen, Steuerung und V für einfügen und dann werden die Werte eingefügt. Das sind jetzt allerdings die Aktien und nicht die Aktien-CFDs. Ja, für die Aktien-CFDs gibt es diese Funktion nicht, da müsste man dann halt manuell das Ganze noch irgendwie anlegen. Ja, da könnte man jetzt hingehen, so wie ich es hier gemacht habe, im Reiter CFDs und dann ja, wenn ich dann Werte vom Dow Jones haben möchte, beispielsweise Apple oder American Express, dann gehe ich hier natürlich hin, gebe die Kürzel ein,
AAPL für Apple, sag Enter und wähle dann hier den CFD aus. Ja. Den Basiswert möchte ich nicht hinzufügen, oder AXP für American Express, wähle dann hier den CFD aus. Ach, jetzt habe ich Ja geklickt. Das wollte ich gar nicht. Den Basiswert brauche ich jetzt in dem Fall nicht, die Aktie. Oder Bank of America, CFD. Ach, sorry, Boeing. Bank of America ist BAC. CFD. Ja? So. Jetzt muss ich gerade mal schauen, weil das hatte ich jetzt angehakt, dass jetzt immer der Basiswert hinzugefügt wird. Das kann man aber auch wieder rausnehmen. Muss ich gerade mal kurz gucken. Ja, okay, nee, mache ich später. Finde ich jetzt nicht auf die Schnelle. Okay, egal. Also, das heißt, Sie können sich ja auch die CFDs hinzufügen. Ja, und der Handel mit CFDs hier, mit Aktien-CFDs, funktioniert im Prinzip genauso, als wenn Sie jetzt Aktien handeln möchten. Das heißt, wenn Sie jetzt hier die Aktie von Bank of America, ich ziehe die mal ein bisschen weiter runter, wenn Sie die kaufen möchten, beziehungsweise verkaufen möchten, dann klicken Sie einfach auf den Bid oder auf den Ask-Kurs. Ja, ich werde die Spalte jetzt mal kurz ein bisschen hervorheben. Das heißt, hier die Spalte werde ich konfigurieren und sage, den Kaufkurs, den möchte ich auch leicht grün haben und den Verkaufskurs dunkelrot. Ja, das heißt, Sie können sich das hier ein bisschen individuell einrichten, so. Dann finden Sie es vielleicht auf die Schnelle besser. So, also Kaufkurs hier in dem grünen Bereich bei 15,96. Wenn ich jetzt da auf Kaufen klicke, dann gibt es hier so eine Standardeinstellung, dass beispielsweise 100 CFDs jetzt zu einem Limitkurs hier gekauft werden. Diese Standardeinstellung kann man natürlich auch verändern. Wie kann man die verändern? In dieser Zeile die rechte Maustaste klicken, Order-Voreinstellung konfigurieren. Ja, und dann ist man jetzt hier schon in dem globalen Konfigurationsmenü in dem Bereich CFDs. Ja, und da kann ich sagen, ich möchte ja von mir aus immer 50 kaufen, beispielsweise. Ja, oder ich nehme mal ein bisschen mehr, nehmen wir mal 300 beispielsweise. Und ich möchte nicht immer per Limit Order kaufen, sondern von mir aus als Market Order. Ja, dann sage ich anwenden und okay. Jetzt mit der Entferntaste auf der Tastatur entferne ich wieder hier diese Orderzeile. Ja, wenn ich jetzt auf den Ask-Kurs klicke, was passiert jetzt? Ja, der Kauf von 300 Stück zum aktuellen Market-Kurs. Ja, wenn ich jetzt auf Übermitteln gehe, kommt ja noch eine Zusammenfassung. Die kann man auch ausblenden, wenn man möchte, aber gut, manchmal ist es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man das nochmal sieht. Ja, Gegenwert von 300 CFDs von Bank of America sind 4.788 US-Dollar. Und dann sage ich übermitteln. Und dann ist die Order durch. Das Gute ist natürlich auch noch bei CFDs, dass die Margin viel, viel niedriger ist, als wenn Sie direkt Aktien kaufen. Das heißt, Sie haben auch noch einen höheren Hebel. Das heißt, Sie können mit Ihrem verfügbaren Kapital im Prinzip viel mehr bewegen. Sie sehen das jetzt hier, die Order ist durch. Sie können hier im Konto das sehen, dass Sie jetzt hier Aktien-CFDs im Gegenwert von fast 5.000 Dollar gekauft haben, aber als Margin sind nur 500 Euro, ja, das ist jetzt umgerechnet in Euro, sind dort geblockt. Natürlich kann man hier auch aus dem Chart heraus handeln. Ja, das heißt, wenn ich jetzt einen Chart hier aufrufe, sehen Sie hier auch den Kursverlauf von den Aktien-CFDs und natürlich auch in kleineren Zeiteinheiten, wie jetzt hier 15 Minuten zum Beispiel. Dann kann ich beispielsweise hier auch aus dem Chart heraus eine Stop-Order platzieren. Ja, Sie sehen jetzt hier hoffentlich die rot gestrichelte Linie. Die kann ich zum Beispiel hier an das letzte Tief hier oder etwas tiefer dann setzen. Und ja, dann ist hier dieser Stopp, der Verkauf 300 Stück. Muss ich noch auf Stopp einstellen? Sorry, habe ich jetzt die Schnelle nicht gemacht. Ja, und bewegt das hier hin. Geht dann auf Übermitteln und dann ist der Stopp dort platziert.
Wichtig ist natürlich, jetzt habe ich hier, diese Order ist nur tagesgültig, wenn ich das nicht möchte. Ich möchte zum Beispiel, dass die Order so lange gültig ist, bis ich die lösche, dann ändere ich das hier auf GTC und sage dann aktualisieren. Ja, gut, cancel, das heißt, dann wird die übernommen und ist so lange gültig, bis sie ausgeführt wird, beziehungsweise bis ich sie wieder selber lösche. Ja, und wenn wir jetzt schon bei CapTrader sind, dann können wir natürlich auch direkt rübergehen zum Agena Trader. Über den Agena Trader ist natürlich der Handel mit Aktien, CFDs genauso möglich. Wer von Ihnen nutzt denn den Agena Trader? Sind vielleicht einige dabei, die den nutzen? Vielleicht können Sie da Ja reintippen, beziehungsweise Nein, wenn Sie den nicht nutzen oder vielleicht auch gar nicht kennen. Könnte ja auch sein, wobei ich mir jetzt gar nicht vorstellen kann. Wir machen ja sehr oft Webinare und unter anderem halt auch zum Agena Trader. Und denke ich, dann haben Sie bestimmt schon was davon gehört. Ja, es sind einige dabei, die den nutzen, einige auch nicht. Ich gucke gerade mal, ob da noch ein paar Fragen gerade kommen, weil es sind noch ein paar Sachen reingekommen. Besteht die Möglichkeit, mit einem Stop-Loss in den Markt zu gehen, der zum Beispiel automatisiert bei der dreifachen ATR liegt? Wenn ich das richtig verstehe, möchten Sie beispielsweise, wenn die Aktie bei 100 Dollar steht und der ATR ist bei 10, als Beispiel, der schwankt, also die Aktie schwankt jetzt innerhalb eines Tages um 10 Dollar, oder sagen wir um 5 Dollar, dass Sie sagen, dreifacher ATR ist 15, das heißt, Sie möchten dann bei 115 long gehen. Ist das das, was Sie meinen? Oder? Vielleicht können Sie dann noch kurz darauf eingehen, ob ich Sie da richtig verstanden habe. In der Zwischenzeit wechsle ich schon mal den Bildschirm zum Agena Trader. Ich hoffe, Sie sehen jetzt den neuen Bildschirm mit der Agena Trader Plattform. Ich denke aber schon. Ja, also Agena Trader. Da habe ich jetzt gerade auch Apple aufgerufen als CFD. Wie gesagt, ich habe mir ein paar Sachen hier vielleicht auch reingemalt oder eingezeichnet oder eingeblendet. Das kann man natürlich auch hier wieder ausblenden. Sie sollte Sie jetzt nicht verwirren. Beziehungsweise vielleicht kann ich das ja auch ganz kurz noch erwähnen. Also hier sind natürlich sogenannte Action Bars hier im Agena Trader. Das heißt, wenn ich einmal mit der Maus hier drüber gehe, dann wird mir hier der entsprechende Indikator eingeblendet. Wie zum Beispiel jetzt hier einmal mit der Maus drüber, dann wird das Momentum eingeblendet. Hier habe ich jetzt die modifizierte Bollinger Band Strategie. Ich denke, einige fleißige Webinarteilnehmer sollten die schon kennen, die meinem Bruder und mir schon mal zugehört haben. Ja, und natürlich klar, hier MACD oder was auch immer Sie, RSI, was Sie hier unten einblenden möchten. Das geht einmal mit so einem Mouse-Over-Effekt und dann ist das drin. Beziehungsweise, wenn ich klicke, bleibt das eingeblendet. Ja, es hat den Vorteil, dass ich hier nicht so, ich sag mal, etwas umständlich hier über das Menü mir hier die Indikatoren wieder raussuchen oder einzeln einblenden muss, sondern ich kann das hier alle relativ schnell mir das einblenden, was ich halt gerade brauche. Okay, ja, also wie gesagt, hier ist der Chart von Apple als CFD. Jetzt ist das Thema bei CapTrader ja ein bisschen komplizierter, auch was den Datenfeed angeht. Das heißt, man muss ja auch je nachdem von die einzelnen Börsenplätze abonnieren. Ich habe jetzt hier für dieses Konto, also wo ich dann auch das Simulationskonto mit führe, habe ich im Prinzip nur das US-Bundle abonniert. Da sind alle Aktien, also alle Börsenplätze mit drin. Das kostet 10 Dollar im Monat. Da sind Aktien drin, da sind Futures drin, da sind Optionen drin. Wenn Sie das Datenpaket haben für die Aktien, dann bekommen Sie auch die Kurse für die Aktien-CFDs. In dem Fall habe ich es jetzt hier so gemacht, dass ich zum Beispiel bei der Verbindungseinstellung zwischen CapTrader und Agena Trader das jetzt so eingestellt habe, dass ich jetzt vom Interactive Brokers Datenfeed, also im Prinzip vom CapTrader Datenfeed, die Daten der CFDs bekommen möchte.
Die Daten für Aktien habe ich jetzt über den Yahoo-Feed laufen. Sie sehen das hier unten links verbunden mit dem Yahoo-Feed. Ja, da bekommt man End-of-Day-Daten für Aktien. Warum habe ich das so gemacht? Das möchte ich Ihnen auch ganz kurz erklären. Es gibt ja die Möglichkeit hier beispielsweise sich so eine List-Chart-Gruppe anzulegen. Ja? Hier ist das jetzt eine Liste aus dem S&P 500. Das sind alles Werte. Sie können zum Beispiel jetzt hier alle 500 Werte vom S&P 500 als Aktien handeln, aber auch als CFDs. Ja, und hier mit dem Analyzer Escort können Sie sich dann hier bestimmte Signale anzeigen lassen. Ja, beispielsweise, schauen wir mal. Mastercard hat jetzt hier, sehen Sie, das Signal ist hier BB Long, Bollinger Band Long. Ist ein recht einfaches Signal. Das heißt, wenn ich jetzt auch noch ganz kurz das Bollinger Band einblende, das ist hier dieser Fluss, dann war das hier ein Signal, dass der Kurs aus diesem Fluss rausgekommen ist, ja, als Beispiel. Das heißt, ich muss nicht nach bestimmten Signalen, die ich jetzt programmiert habe, hier jede Aktie einzeln, also jeden Chart hier durchklicken und danach suchen, ob sich jetzt dort Kurse jetzt hier in dem Fall aus dem Fluss, aus dem Bollinger Band hier rausbewegen oder ob sich gerade hier der MACD kreuzt oder ähnliches, sondern ich kann das einfach hier per Condition programmieren und dann kann ich hier diesen Scanner, im Prinzip dieser Analyzer Escort nutzen und dann wird mir das sofort angezeigt. Ja, diese End-of-Day-Daten hier von Yahoo, die sind gratis, ne? Das heißt, die kosten nichts. Sie sehen, Sie können hier alle, Sie bekommen hier alle Charts hier relativ schnell auch aufgerufen. Also es ist ein Riesenvorteil hier vom Agena Trader und ja, können dann im Prinzip diese Signale direkt in Trades umsetzen und auch natürlich in Trades mit CFDs. Beispielsweise hier ist jetzt ein Long-Signal bei MetLife, ist ein großer Versicherer in den USA. Ja, wenn ich das jetzt handeln möchte als CFD, dann muss ich den Chart kurz wechseln. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen der Nachteil, weil zwischen dem End-of-Day-Datenfeed und dem CFD-Datenfeed. Aber dann gehe ich zum Beispiel hier in eine CFD-Liste, die ich habe, und gebe dann hier einfach das Symbol ein von MetLife und wähle dann dazu den CFD aus. Ja, also hier met.cfd, den klicke ich dann hier an. Ja, und da habe ich natürlich jetzt auch Intraday-Daten. Ja, das heißt, ich kann jetzt hier auch einen 15-Minuten-Chart oder ähnliches raussuchen. Ja. Und wenn ich die jetzt handeln möchte, dann geht das ganz einfach. Beispielsweise rechte Maustaste Market. Ja, und ich möchte jetzt hier 100 Stück kaufen beispielsweise. Dann Enter und zack, dann ist die Order durch. Wie kann man das sehen, dass die Order durch ist? Da kann ich jetzt auch noch mal ganz kurz den Bildschirm wechseln, also in die TWS. Ja, da sehen Sie oben links blinkt das Feld Handel Lock. Sie sehen, hier ist noch die Order drin, der Kauf, Market, 100 Stück zum Kurs von 51,58. Hier blinkt Handel Lock auf. Ja, und wenn ich mein Konto aufrufe, dann sehe ich hier unten auch, da sind die Werte drin, also MET und BAC. Da kann man übrigens auch hier die Spalten noch modifizieren, wenn man das möchte. Und da möchte ich zum Beispiel den Firmennamen noch einblenden. Ja. Dann weiß ich auch nochmal hier, welche Aktie das war, falls das Kürzel mir jetzt da nicht weiterhilft. Also MetLife und Bank of America habe ich jetzt hier drin. Ja, es kam gerade die Frage, gibt das US-Bundle noch? Ja, das ist richtig, das nennt sich jetzt US-Value-Bundle oder ähnlich. Ne? Also hat jetzt einfach einen anderen Namen sozusagen und ist auch ein bisschen anders zusammengestellt. Das heißt, die einzelnen Börsen haben sich da beim Datenfeed jetzt irgendwie einzeln aufgestellt. Das heißt, wenn Sie speziell noch Nasdaq-Aktien zum Beispiel haben wollen, dann müssten Sie noch die Börse Nasdaq abonnieren. Kostet 1,50 € im Monat. Aber mit dem US-Value-Bundle, so nennt sich das jetzt, können Sie schon, ich sag mal, den Großteil aller Märkte da abbilden. So, ja, das Kontofenster will ich wieder schließen. Ja, beziehungsweise vielleicht noch ein Hinweis, was hier für CapTrader wichtig ist.
Sie sehen das Konto hier, auch wenn es ein Simulationskonto ist, aber es ist ja wie ein echtes Konto, es wird in Euro geführt. Da sind 10.623 Euro drauf. Ich habe jetzt aber Aktien-CFDs in US-Dollar gekauft. Sie sehen hier unten die Währung US-Dollar, einmal 5.159 und 4.792,50. Das sind die Kurswerte, die ich im Prinzip bewege. Das sind insgesamt, das sehen Sie hier, beziehungsweise auch hier links, 10.623 Euro, die ich hier praktisch, also die ich investiere. Und dafür brauche ich nur eine Margin von 1.112. Das heißt, man hat hier natürlich den Vorteil, dass man einen hohen Hebel nutzen kann mit den CFDs und ja, im Prinzip auch praktisch mit kleineren Konten hier auch, ich sag mal, ja, etwas größere Summen bewegen kann. Gut, gibt es dazu jetzt noch irgendwelche Fragen, was ich Ihnen jetzt gerade gezeigt habe? Also wie man im Agena Trader eine Order aufgibt, wie man da CFDs hinzufügt. Ich wechsle da vielleicht nochmal ganz kurz hin, aber wenn Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, dann gerne tippen Sie die gerne in den Chat ein. Ja, hier im Agena Trader sehen Sie wieder jetzt hier die aktuelle Position. Ich bin jetzt 4,47 $ hinten. Kann natürlich jetzt hier einen Stop platzieren oder ähnliches. Oder wenn ich einfach auf das X klicke, die Position wieder schließen. Ja. Und dann sieht man dann direkt auch nachher im Handellog, dass die Order durch ist. Beziehungsweise man kann sich hier auch noch die Trades visualisieren lassen. Trade-Visualisierung, Ein- und Ausstiegsmarken. Ja, und da sehen Sie natürlich, das war jetzt hier ein Trade. Vielleicht wird es deutlich, wenn ich einen 1-Minuten-Chart aufrufe. Ja, hier der grüne Pfeil, da bin ich eingestiegen und hier beim roten Pfeil ist ausgestiegen. Ne? Jetzt kam eine Frage, vielleicht können Sie für die TWS noch einmal zeigen, wie man einstellt, dass jede Order automatisch mit einem Stopp gekoppelt ist. Ja, natürlich. Das kann ich Ihnen sehr gerne zeigen. Dann wechsle ich nochmal ganz kurz in die TWS. Ja, hier bei den CFDs hatte ich ja eben eingestellt unter Order-Voreinstellungen. Dort ist ja jetzt auch hier dieser Stop drin, wie man 300 Stück beispielsweise immer kauft. Ja? Sie sehen jetzt hier, kommt wieder eine Order mit 300 Stück. So hatte ich es eingestellt. Sobald Sie hier auf den Ask-Kurs geklickt haben, kommt ja hier diese Order-Zeile. Und wenn Sie die haben, dann klicken Sie da rein mit der rechten Maustaste und gehen auf Order-Voreinstellungen konfigurieren. Jetzt öffnet sich hier ein neues Fenster und da sind die Standardeinstellungen. Sie können sagen, die Orderlaufzeit soll nicht nur tagesgültig sein, sondern GTC. Sie wollen nicht immer 300 Stücke kaufen, sondern Sie möchten immer für 5.000 Euro oder Dollar kaufen. Ja, dann geben Sie hier 5.000 als Betrag ein. Ja, und jetzt möchten Sie immer Market rein zum aktuellen Kurs und möchten immer einen Stop-Loss anfügen. Ja, dann gehen Sie hier auf Stop, ne, Stop-Order hinzufügen. Wo soll die Stop-Order sein? Ja, beispielsweise immer ein Punkt drunter oder beispielsweise in Prozent den Abstand, ja, sagen wir mal 1% niedriger. Ja, und dann sagen Sie anwenden und danach mit OK schließen Sie das Fenster. So, und jetzt mache ich das mal bei Apple. Sie wollen jetzt für 5.000 Dollar in dem Fall Apple-Aktien kaufen. Ja, wie viele können Sie dann kaufen? Wer kann das schnell im Kopf ausrechnen? Innerhalb von einer Sekunde, also ich kann es nicht, aber die TWS kann es. Das heißt, wenn ich hier auf Buy klicke, dann, es wird natürlich auf- und abgerundet, es sind 40 Stück. 40 Apple CFDs würden jetzt gekauft zum aktuellen Marketkurs. Ja, und der Stop-Loss ist 1% niedriger, in dem Fall hier bei 124,51. Man kann das Ganze auch noch überprüfen, muss ich jetzt mal gerade schauen. Ich übermittle die Order einfach mal. Ja, und hier sehen Sie es, unter Kostenbasis 5.033, also es wird immer dann ein bisschen auf- oder abgerundet. Ist klar, wenn eine Aktie 125 Dollar kostet, dann, dass das nicht immer genau in die 5.000 reinpasst. Ja, ich habe jetzt für 5.033 Dollar 40 Apple-Aktien gekauft.
beziehungsweise 50 Apple CFDs. Ja? Also so wird die Order automatisch mit einem Stop versehen. Sie sehen, die Stop-Order ist jetzt hier drunter. Ja, gibt es dazu noch Fragen? Ich kann Ihnen auch gerne zeigen, wie man natürlich noch komplexere Order auch eingibt. Wo wir gerade dabei sind, nehmen wir jetzt mal Boeing hier. Ich gehe mal wieder auf den Kaufkurs, gehe hier auf Order-Voreinstellung. Ja, und da kann man natürlich sagen, ich möchte nicht nur einen Stop haben, sondern auch einen Take-Profit beispielsweise. Das findet man hier unten in der Mitte unter Target Order. Ja? Target Order in Klammern Profit Taker. Ja, und das ist dann eine Limit Order natürlich. Ja, und jetzt mache ich mal ein sinnvolles Chance-Risiko-Verhältnis, also Stop-Loss minus 1% und Take-Profit plus 2%. Ja, Chance-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1. Sage jetzt anwenden, sage okay und lösche hier nochmal die Orders. Ja, und wenn ich jetzt auf kaufen klicke, wird automatisch berechnet 35 Stück Gegenwert von 5000 Dollar, ein Take Profit, ja, oberhalb vom aktuellen Kurs bei 147,80 und ein Stop Loss bei 143,46. Ich übermittle das einfach mal, diese Order. Ja, diese Meldung kann man auch ausblenden. Ja, und da sehen Sie es auch, für 5000 wurde gekauft, 5069 jetzt in dem Fall 35 Stück. Ja, und wenn ich mir da jetzt den Chart aufrufe beispielsweise, dann sehen Sie das auch. Hier unten, ich ziehe das mal ein bisschen rüber. Ja, Sie sehen hier den grün schraffierten Bereich hier. Das ist mein Einstieg. Ja, hier unten an dem unteren Ende, das ist mein Einstieg. Und ja, hier oben ist mein Take Profit. Knapp bei 148. Ja, und der Stop Loss liegt hier unten. 1% Stop Loss, 2% Chance, also für den Take Profit. Ja, natürlich kann ich auch im Nachhinein jetzt hier den Stop-Loss noch verändern, ja, und hier anpassen. Oder ein Take-Profit etwas niedriger hier ranziehen als beispielsweise. Passt das nicht mehr mit 1 und 2%, aber kann ja sein, dass ich das jetzt an irgendwie die Chartgegebenheiten anpassen möchte. Ja, es kam eine Frage. Wie hoch ist der Hebel beim Apple-Beispiel? Ja, also der Hebel ist, also die Margin, die Sie hinterlegen müssen, ist 12,5% für als Initial Margin und ja, dann ist die Maintenance Margin 10%. Ja, das heißt, der Hebel ist 10. Sie bewegen das Zehnfache bei 10% Margin. Eine Frage ist gerade, zwei Datenfeeds gleichzeitig im Agena Trader offen. Ja, also ich habe den Yahoo-Datenfeed offen und den Datenfeed von CapTrader bzw. Interactive Brokers. Ja, und das richten Sie ein dann über hier Kontoverbindung, wo Sie die einzelnen Verbindungen einrichten, die Datenfeeds hier. Und da habe ich jetzt hier eingestellt, in dem Fall bei meinem CapTrader-Demo-Konto bzw. auch beim Live-Konto, möchte ich Währungen, Optionen, Futures, Index und CFDs haben. Ja, und Aktien, alle Aktien lasse ich halt als Yahoo-Datenfeed laufen. Das ist der Vorteil, dass man halt hier beim Agena Trader mehrere Datenfeeds hier einbinden kann von unterschiedlichen Anbietern. Und wie gesagt, die Kosten sind überschaubar. Man braucht jetzt hier nur die Daten für CFDs oder sagen wir mal, ich will jetzt nur die Nasdaq handeln. Dann kann ich mir hier eine List-Chart-Gruppe öffnen. Wie gesagt, Aktienkurse habe ich End of Day nur. Wähle mir jetzt hier Nasdaq 100 aus, sage okay. Dann kommt hier eine ganze Liste. Bid-Ask-Kurse. Ja, man kann auch auf abgespeicherte Templates eingehen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auch eine Scanner-Vorlage. Nehme ich mal diese hier. Ja, dann zack, kommt schon direkt mein abgespeicherter Scanner mit Analyzer-Escort und so weiter und die ganzen Signale, die ich über den Condition-Escort programmiert habe.
Auch beim Chart hier rechts, der sieht ja jetzt so ein bisschen leer aus, da sieht man ja nur die Kerzen. Da habe ich auch eine Vorlage. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt hier sehen können. Ja, da komme ich jetzt hier in den nächsten Bildschirm. Gucken. Chartvorlage, ja gut, kann sie jetzt nicht sehen, das geht im nächsten Bildschirm weiter. Aber da nehme ich jetzt auch eine Chartvorlage, diese hier zum Beispiel, und mit einem Klick, zack, sind die Einstellungen so, wie ich jetzt diese Chartvorlage abgespeichert habe. Wie gesagt, das sind End-of-Day-Kurse hier bei Aktien. Kann man natürlich auch noch auf Weekly gehen zum Beispiel, dass Sie jetzt hier einen Wochenchart haben. Ja, Biogen, ja, sehen Sie hier sehr gut gelaufen, wie viele Aktien aus dem Biotechnologiesektor. Ja, und natürlich können Sie dann hier das Ganze mal so durchscrollen und dann Ihre Trading-Kandidaten raussuchen. Ja, Cisco Systems, da sieht man hier, da war ein Signal, das kam vor einem Tag. Hier ist auch ein bisschen was reingezeichnet. Wenn ich hier auf einen Tag gehe, dann sehen Sie das besser. Ja, und dann können Sie natürlich sagen, Cisco möchte ich jetzt handeln als CFD. Gehen hier in eine CFD-Liste, geben das Kürzel ein, ja, wählen dann den CFD natürlich aus, den ich hier schon drin hatte in der Liste, ja. Ja, und dann können Sie hier vom 1-Minuten-Chart bis hin alle Zeiteinheiten natürlich auch sich die CFDs anzeigen lassen. Gut, dann möchte ich jetzt noch kurz mal auf FXFlat eingehen. Ja, FXFlat, ich hatte schon gesagt, MetaTrader. Das Konto ist in Deutschland bei der FXFlat Wertpapierhandelsbank. Ja, CapTrader ist eine Marke der FXFlat Wertpapierhandelsbank. Und ja, über diese Bank bieten wir halt ein Konto in Deutschland an. Ich hatte ja eben schon die FXFlat Homepage kurz gezeigt und auch auf die Konditionen hingewiesen. Wie gesagt, dort ist es jetzt auch möglich, Aktien-CFDs über MetaTrader zu handeln. Aktuell ist die Auswahl, haben Sie als Auswahl den DAX, also alle 30 DAX-Werte. Allerdings ist jetzt ja der DAX schon geschlossen. Und alle 30 Dow Jones-Werte. Und Sie sehen, die Dow Jones-Werte sind jetzt hier so gelb markiert. Das heißt, ich kann einfach mit einem Klick, jetzt habe ich gerade hier den DAX-Index aufgerufen, mit einem Klick beispielsweise Apple hier öffnen. Ja, 1-Minuten-Chart jetzt hier im MetaTrader. Ja, und was passiert, wenn ich, wie kann ich hier handeln? Also genauso oder einfach wie in jedem wie mit jeder Software schon fast, geht das ja auch mit MetaTrader. Hier, es gibt ein One-Click-Ticket, ja, da kann man hier die Stückzahl einstellen, beispielsweise 100 Stück. Sie sehen, hier ist jetzt auch 10.000 Euro drauf auf dem Konto ungefähr. Ja, wenn ich 100 Stück kaufe, im Gegenwert hier von 12.580, ja, jetzt würde ich vielleicht eher Short gehen. Ein Klick und zack, die Order ist durch. Ja, und Sie sehen, für 100 Aktien habe ich jetzt 4 US-Dollar Kommission bezahlt. Ja, und hier unten sehen Sie dann halt auch schon, wie der aktuelle Gewinn oder Verlust ist, hier unten in dieser Zeile. Ja, und ja, sobald ich dann hier beispielsweise auf das X klicke, ist der Trade geschlossen. Ja, also Sie können sehr schnell hier auch mit dem MetaTrader hier mit One-Click-Orders arbeiten. Ich gehe einfach nochmal jetzt short, um das zu zeigen. Sie sehen jetzt hier wieder 4 Dollar Kommission in dem Fall. Gut, wenn die Position dann gegen Sie läuft, dann sehen Sie, wie sich dann auch der Verlust hier erhöht natürlich. Sie können Stop-Loss reinziehen, also indem Sie einfach hier auf die Linie klicken und den Stop-Loss jetzt hier oben beispielsweise hier an diese Kerze packen. Ja, dann sehen Sie, dass hier ist der Stop-Loss bei 125.82. Das heißt, es ist hier auch möglich, diese Aktien-CFDs hier sehr komfortabel aus dem MetaTrader heraus zu handeln. Gehen wir jetzt mal auch mal hin in Cisco. Ich wechsle einfach mal. Ja, da ist der 1-Minuten-Chart nicht ganz so aussagekräftig, würde ich jetzt mal behaupten. Also scheint der Umsatz nicht ganz so groß zu sein wie beispielsweise bei Apple. Coca-Cola könnte man mal nehmen. Ja, vielleicht 5-Minuten-Chart oder ähnliches. Ja, Coca-Cola sage ich jetzt auch. 100 Stück ist jetzt hier voreingestellt. Möchte ich jetzt, aber ich kaufe einfach mal, um Ihnen das zu zeigen, 10 Stück.
Ja, und dann sehen Sie hier die Ordergebühren 40 Cent. Ja, also wer auch da vielleicht kleinere Konten hat, hier bei FXZ, kann also auch hier mit einer sehr geringen Margin halt auch Aktien-CFDs handeln, US-Aktien-CFDs mit dem MetaTrader. Das heißt, Sie können sich hier auch EAs reinladen, wenn Sie welche haben, beziehungsweise natürlich auch mit den Indikatoren hier arbeiten oder hier mit Fibonacci und so weiter. Also es sind ganz normale Tools, die halt in jeder Software auch drin sind. Ich denke, MetaTrader ist bei vielen auch bekannt. Gibt es dazu Fragen zum Handel bei FXZ? Kennen Sie schon dort unser Angebot, unsere Plattform, also MetaTrader bzw. die deutschen Konten, die es jetzt seit, ja, Anfang, seit Februar gibt es die bei uns. Wer von Ihnen hat ein Konto bei der FXZ Wertpapierhandelsbank? Vielleicht können Sie da mal kurz reintippen. Sind ja bestimmt ein paar dabei. Wie gesagt, es gibt nach wie vor die Möglichkeit, auch das Konto noch direkt über uns zu eröffnen, dass es in Großbritannien geführt wird. Also wir bieten beide Modelle an. Einmal das Konto hier bei uns in Deutschland oder halt auch mit dem Konto in Großbritannien. Hat natürlich Unterschiede. Das heißt, Konto in Deutschland, Abgeltungssteuer, ja, wird dann auch direkt von uns abgeführt. Das heißt, Sie müssen sich nicht mehr damit beschäftigen. Das Ganze wird praktisch direkt dann auch erledigt. Ja, also wie gesagt, Handel mit MetaTrader, da haben wir auch demnächst noch ein paar Webinare. Kann ich jetzt auch noch mal ganz kurz hier auf die Homepage hinweisen. Unter Training, Termine finden Sie auch unsere kommenden Webinare zum Thema MetaTrader. Da geht es nächste Woche direkt weiter. Haben wir erstmal ein Helpdesk, da können Sie praktisch die Zeit nutzen und Fragen stellen, die dann in diesem Webinar beantwortet werden. Dann geht es weiter mit, lass mal ganz kurz hier aktualisieren. Ja, MT4-Indikatoren am 19.05. Und wir werden, glaube ich, auch noch kurzfristig ein neues Webinar mit planen, auch zum MetaTrader, wo es dann halt um ein neues Modul gibt, wo es um ein neues Modul geht. Das sehen Sie hier schon, FXFlat Pro nennt sich das. Das ist ein professionelles Tool für unsere Kontomodelle Bronze, Silber und Gold. Und ja, wenn Sie da drauf klicken, dann sehen Sie, da kommt noch einiges Neues, was wir hier beim MetaTrader anbieten, um den Handel noch mehr zu vereinfachen oder ja, um einfach noch mehr Funktionen zu bieten. Schauen Sie da einfach mal bei uns auf die Homepage. Es sind sehr, sehr interessante Tools dabei. Okay, ich bin jetzt soweit schon durch. Wie gesagt, ich könnte jetzt hier noch auf irgendwelche Trading-Strategien oder irgendwas eingehen, aber wichtig ist, dass Sie praktisch die Grundlagen kennengelernt haben zum US-Aktienhandel bzw. zum Handel mit US-Aktien-CFDs. Ja, ich möchte einfach noch die nächsten Minuten nutzen, dass Sie mir Fragen stellen können. Ja, eine Frage war jetzt zum Beispiel auch, ob es bei den 60 Aktien CFDs bleibt, die es aktuell im MetaTrader gibt. Also sprich die 30 aus dem DAX und 30 aus dem Dow Jones. Oder ob noch mehr dazukommen. Das hängt im Prinzip eigentlich von Ihnen ab. Also wenn die Nachfrage da ist nach einem breiteren Angebot und wir merken, dass die Kunden auch hier hauptsächlich Aktien-CFDs handeln, dann werden wir das Produkt Angebot auch erweitern. Das ist für uns gar kein Problem, das anzupassen. Nur wenn die Nachfrage da noch zu gering ist, dann werden wir es erstmal bei diesen 60 Aktien lassen. Wir haben ja jetzt auch so eine neue Partnerschaft mit Trading Stars und da kommen jetzt, hatten wir auch die Tage im Webinar, die ja auch hauptsächlich Aktien-CFDs handeln und ich denke, das ist ein sehr interessanter Ansatz oder eine interessante Alternative zum, ich sag mal, CFD-Trading mit Indizes wie DAX, Dow Jones oder S&P 500 oder auch zum Handeln mit
generell mit Forex, also mit Währungen, beziehungsweise auch zu Rohstoff-CFDs, sind natürlich Aktien-CFDs auch sehr, sehr interessant. Es gibt eine breite Produktpalette, man kann die einzelnen Unternehmen analysieren, sei es aufgrund von Fundamentaldaten oder halt auch hier, wie ich es gezeigt habe, im Agena Trader mit so einem Scanner. Ja, also wie gesagt, wenn die Nachfrage da ist, werden wir das Produktangebot gerne erweitern. Aktuell ist es so, dass halt wirklich ein sehr, sehr großer Teil unserer Kunden halt wirklich den DAX handelt. Ja, ansonsten ist eine alternative CapTrader halt, ne? Da können Sie einige tausend Aktien-CFDs aktuell handeln. Okay, gibt es weitere Fragen? Ich sehe jetzt keine Fragen mehr. Wie gesagt, ich will noch ein bisschen warten, weil wenn Sie die Frage hier formulieren in Chatform, dann dauert das ja immer ein bisschen. Und deswegen möchte ich Ihnen die Zeit geben, das auch hier in Ruhe einzutippen. Unterliegen die CFDs der Beschränkung nur dreimal? Die Frage verstehe ich jetzt nicht ganz. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen ausführlicher formulieren. Warum kostet der Datenfeed bei CapTrader nochmal extra? Ja, es ist so, dass wir bei CapTrader ja den reinen Börsenhandel anbieten. Das heißt, wenn Sie dort Aktien handeln möchten, dann handeln Sie die Aktien ja direkt an der Börse. Und das heißt, wenn Sie da Realtime-Daten haben möchten, dann stellt Ihnen die Börse das in Rechnung. Das heißt, es sind keine Gebühren von uns, sondern es sind die Gebühren, die die einzelnen Börsen erheben. Bei Index-CFDs ist es auch bei CapTrader so, dass die gratis sind. Da müssen Sie nichts für bezahlen. Ja, das heißt, Sie können ja auch den DAX, Sie sehen das hier, ich habe ja hier im Agena Trader eine ganze Liste von Index-CFDs. Ja, Sie sehen das hier angefangen vom US 30, also vom Dow Jones, ja, über den S&P, über den Nasdaq, ja, bis hin natürlich auch zum DAX. Ja, und diese Daten sind gratis, das heißt, die müssen Sie nicht bezahlen. Das Einzige, was Geld kostet, sind halt wirklich die Datenfeeds, die von den einzelnen Börsen kommen. Das heißt, für beispielsweise Aktien. Und auch für Aktien-CFDs in dem Fall, ja, das ist der Unterschied zu FXFET, dass Sie da halt auch die Realtime-Kurse der Underlyings, also der Aktien als solches halt benötigen, um halt auch Aktien-CFDs zu bekommen. Okay, die Frage eben, also mit unterliegen die CFDs der Beschränkung nur dreimal, habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen näher ausführen. Ach so, unterliegen die CFDs der Beschränkung nur dreimal die Woche in den USA handeln zu können als Daytrader? Ach so, ja, das hatte ich zu Beginn des Webinars kurz gesagt, dass es bei den CFDs diese Pattern Daytrading Regel nicht gibt. Ja, ich kann da gerne noch mal kurz darauf eingehen. Ich zeige Ihnen das noch mal ganz kurz. Das hatte ich zu Beginn des Webinars gesagt. Es ist richtig so, dass es die Pattern-Day-Trading-Regel gibt. Das heißt, Aktien-Day-Trading ist nur möglich mit einem Guthaben von größer 25.000 Dollar. Aber das können Sie wiederum, wie gesagt, jetzt umgehen, wenn Sie Aktien-CFDs handeln, weil für diese CFDs gibt es diese Pattern-Day-Trading-Regel nicht, die im Prinzip die US-Börsenaufsicht erlassen hat. Ja, wie gesagt, Näheres finden Sie hier bei uns bei CapTrader auf der Homepage. Wenn Sie ganz unten
auf Pattern unter Allgemeines hier rechts unten auf Pattern Daytrader klicken. Dann können Sie sich das Ganze nochmal in Ruhe durchlesen. Ja, ansonsten haben wir jetzt auch relativ neu auch bei CapTrader, da kann ich vielleicht noch kurz darauf hinweisen, einen Signaldienst. Ja, finden Sie hier unter Training Handelssignale und das sind dann hauptsächlich alle Signale im Aktienbereich, also Aktien- und ETF-Bereich. Wenn Sie da Interesse daran haben, können Sie sich hier auch gerne registrieren. Ja, wie sieht das Ganze aus? Also wie gesagt, hier ist das Registrierungsformular, sie ist gratis für Sie. Sie sehen hier die Signalübersicht, also eine Tabelle mit Datum, wann welche Aktie hier, ich sag mal, ein Signal geliefert hat. Und ja, mit im Prinzip einem Einstiegskurs, einem Kursziel und einem Stop-Loss. Ja, und dann wird auch noch der Ausstieg hier rechts in die letzte Spalte eingetragen. Ja, und hier weiter unten können Sie auch die einzelnen Signale dann aufrufen. Ja, beispielsweise hier jetzt ein Signal von heute, wenn Sie das anklicken. Wir posten das auch ab und zu bei Facebook. Das heißt, wenn Sie uns da verfolgen, dann sehen Sie es da auch. Aber dann sieht das Signal dann so aus. Man sieht hier den Chart. Ja, man bekommt hier das Instrument aufgeführt und sieht, wo der aktuelle Preis ist, wo das Kursziel ist, beziehungsweise der Stop-Loss und dann auch gegebenenfalls hier, welche Strategie dahinter steckt. Ja, also ein paar Trading-Ideen. Wie gesagt, es ist jetzt keine Anregung, das zu kaufen. Ja, das werden wir auch hier im Risikohinweis ganz klar hier darstellen. Es ist einfach mal ein paar Beispiele, diese Handelssignale, die aus verschiedenen Quellen generiert werden. Und ja, damit Sie mal so eine Idee haben, einfach nur, was man handeln könnte. Natürlich sollten Sie selber dann letztendlich entscheiden, ob Sie den Wert kaufen oder nicht, beziehungsweise müssen dann natürlich auch noch die Positionsgröße bestimmen und so weiter. Und Ihr Risiko bestimmen Sie dann selbst. Gut, ja, das war es jetzt soweit von meiner Seite. Wie gesagt, ich werde die Aufzeichnung jetzt beenden. Die nächsten Tage finden Sie das aufgezeichnete Webinar bei uns auf der Homepage. Und ja, wenn es noch ein paar Fragen sind, gehe ich da gerne noch drauf ein. Ansonsten bedanke ich mich schon mal ganz herzlich für Ihre rege Teilnahme, für die interessanten Fragen, die Sie gestellt haben. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend, einen schönen Feiertag morgen, beziehungsweise ein schönes verlängertes Wochenende. Falls Sie uns morgen telefonisch erreichen möchten, ist das auch möglich. Also wir sind hier im Büro und ja, wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns einfach an, schreiben Sie uns eine E-Mail. Das heißt, wir arbeiten auch morgen am Feiertag für Sie. Ansonsten, ja, wie gesagt, ein schönes Wochenende, viel Erfolg beim Trading und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.